Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich lag eigentlich schon im Bett, dann habe ich auf Twitter gesehen, neue Operation ist draußen und da habe ich mir gedacht, zack, direkt an den PC zurück und CSGO angeschmissen und den Operation Pass gekauft. Es sind ein paar coole Sachen dabei. Ich möchte heute auf jeden Fall Sterne kaufen, also ihr kriegt wie bei der Operation beim letzten Mal bei Shattered Web auch wieder für die ganzen Missionen, die ihr macht, bis zu 10 Sterne pro Woche. Das Ganze über 16 Wochen, so wie es hier aussieht. Also insgesamt 160 Sterne. Das ganze System, wie ihr dann die Rewards dafür bekommt, ist aber diesmal anders, weil ihr könnt die Sachen selbst aussuchen. Ich gehe mal hier drauf. Und zwar habt ihr dann nämlich hier dann euer Sternekonto so gesehen und könnt dann selbst aussuchen, was ihr denn hier von jetzt haben wollt. Ihr habt nicht mehr eine Liste, die quasi durchläuft von 0 bis 100 Sternen und dann kriegt ihr immer ab einem bestimmten Sternewert einen bestimmten Gegenstand aus irgendeiner Collection. Nein, das könnt ihr jetzt euch hier frei aussuchen und ich habe mir gedacht, es ist, wie spät haben wir es? 2:30 Uhr morgens, erstmal natürlich investieren, Sterne kaufen und ich würde sagen, wir kaufen direkt einfach mal 100 Sterne und gucken mal, was wir da Schönes rauskriegen. Ich würde sagen, Sterne kaufen, let's go, Abfahrt. So, da haben wir die 100 Sterne gekauft, einmal auf aktivieren und bam, 100 Sterne sind da. Ich würde sagen, wir kaufen hier auch einmal eine Waffenkiste, auf jeden Fall. Die machen wir dann gleich auch auf, bekommen hier einmal benutzen, Belohnung erhalten. Und dann kriegt man die Kiste direkt, die öffnen wir auch direkt einfach mal im Anschluss. Und gucken wir mal, was wir rauskriegen. Hier kriegt ihr dann direkt die Skins, gehen wir aber gleich drauf ein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier einmal rüber in mein Inventory. Da haben wir nämlich jetzt die neue Kiste, die öffnen wir einmal. Mal sehen, was ich rauskriege. Ich kriege hier eigentlich bei CSGO, wenn ich die Kisten öffne, eigentlich immer nur Scheiße raus. Komm, einmal öffnen. So, die Kacke ist bezahlt und einmal Behälter öffnen. Ich sag, wir kriegen eh nur blau. Also was ich in... Die einzigen Skins, die ich hier in dieser Kiste schön finde, ist hier Purple. Ja, was heißt schön? Die finde ich jetzt nicht unbedingt schön, aber ist mal was anderes. Und dann halt hier die drei und natürlich Handschuhe. Wäre natürlich schön. Aber mal gucken, was wir kriegen. Welt eröffnen. Boah, da ist aber gerade schon ganz schön viel Pink Purple vorbeigeflogen. Oh, komm, geh jetzt rüber, ja. Wenigstens Stat-Rack. Ich würde sagen, die ist 10 Cent wert, wenn überhaupt. Mal gucken, auf Community-Markt verkaufen. Oh ja, 20 Cent, gut. Ich würde sagen, ja, wusste ich sowieso, dass wir hier Geld verbrennen dabei, aber egal. Wir gehen jetzt hier weiter in die Collections. Wir können jetzt hier aussuchen, wir können jetzt Agenten nehmen, ich könnte hier Sticker nehmen. Jetzt für einen Stern zum Beispiel einen Sticker. Machen wir einfach mal benutzen, mal sehen, was für einen Sticker wir kriegen. Ich habe vorhin den hier gekriegt. Öffnen wir nochmal, Belohnung erhalten, müsst ihr dann nochmal bestätigen. Und ja, ist auch kein Sticker, den ich benutzen würde, beziehungsweise ich... Nutzt sowieso keine Sticker, aber ich würde sagen, wir gehen hier rein in die Collections, weil die kriegt ihr direkt Skins. Wir gehen mal in die erste rein. Ja, welche Skins gefallen mir hier? Der hier, der hier, der hier, der hier, der hier, der hier. Davor ist eigentlich alles Rotz. Vielleicht noch die USP, nicht USP. Ich habe den Namen von der Waffe vergessen. MP5 war es, genau. Komm, einmal benutzen, wieder Belohnung erhalten. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen, mal sehen, was wir kriegen. Die kriegen wir jetzt direkt in den Skin. Absoluter Müll. Machen wir nochmal. Wir müssen ja jetzt 100 Sterne verballern. Auch wieder absoluter Müll natürlich. Gehen wir in die nächste Collection. Hier auch wieder, welche Skins gefallen mir hier? Hier der, die Gali. Ja, ist das nicht eine... Hey, gibt es Skins schon? Ach, haben die da einfach Restverwertung? Hier, die aber, die finde ich schön. Oh yeah. Verwüstung. Haben die noch eine alte Collection? Das wäre ein neues Skins. Egal, komm, einfach mal kaufen. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber es ist auch schon 2:30 Uhr morgens. Einfach mal kaufen. Aha, auch wieder absoluter Müll. Also wir verbrennen hier Geld. Ich habe $40 investiert. Wir werden rauskommen mit, wenn ich gut schätze, ein Zehner. Wenn überhaupt. Ja, absoluter Müll. Komm, wir gehen mal in die nächste. Ja, Skins, die mir hier gefallen, ist eigentlich nur die M4 hier. Die sieht geil aus. Yeah. Die hätte ich jetzt gerne. Komm schon. Chance ist natürlich sehr low. Ist wie bei einer Kiste dann halt auch, ne? Ach du Scheiße. Also, ich kann bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht empfehlen, hier Geld zu investieren. Ihr kriegt nur Scheiße. Was war das gerade für eine... Ah, die hier, okay. Nochmal benutzen. Revolver. Welcher Mensch spielt bitte Revolver? Komm, gehen wir nochmal in die Control rein. Aber leider auch... Oh, ja, wenigstens halbwegs die Nitro. Na, absoluter Schmutz. Wie viel haben wir noch? 60, ich würde sagen, wir holen uns mal einen Agenten, benutzen ihn für 10, ja, Belohnung erhalten. Was ist das denn für ein Agent? Gut, alles klar. Machen wir noch einen? Dann machen wir hier einen für 7. Ah, oder für 5? Oder für vielleicht doch erstmal. Komm, wir machen einmal Sticker noch, dann haben wir wieder genau 50.
Ja, auch kein schöner Sticker. Dann gehen wir mal hier rein. Zack. Ja, komm. Benutzen 25 Stück. Einmal die Hälfte weg. Da haben wir auch zwei der neuen Agenten. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt von dem halten soll, ne? Also, spielen werde ich den mit Sicherheit nicht. Dann gehen wir mal weiter hier nochmal in die Kisten rein. Ja, auch wieder absoluter Müll nochmal. Ja, nochmal die Nitro. Komm, gehen wir mal in die rein. Öffnen wir die nochmal. 17 haben wir noch. Also ich rechne gleich mal aus, wo wir gelandet sind, aber das wird nicht viel sein. Es werden keine 40 Dollar werden. Eieieiei, das tut ja weh hier. Also wer bei CSGO Kisten oder so öffnet, da verbrennt man echt Geld. Hätte ich das Geld mal bei Keydrop gelassen, da hätte ich mehr rausgekriegt. So, können wir noch einmal öffnen. Ja, dann gehen wir nochmal auf die Control, weil hier mehr Skins drin sind, die mir gefallen. Und Abfahrt. Ja, nochmal einen Sticker öffnen. Einen haben wir noch. Ja, ich würde sagen, ich rechne mal aus, wie viel haben die 100 Sterne gekostet? 38,50 € mit der Kiste sind wir so bei 40 €. Bei Keydrop wäre ich locker mit 20 oder 30 mindestens rausgegangen. Mal sehen, ich rechne mal kurz aus für euch, was wir hier rausgekriegt haben. So, ich habe das ganze Zeug jetzt mal zusammengerechnet und wir kommen auf knapp 15 €. Also 14,34 € insgesamt. Man muss aber dazu sagen, dass die Agents da momentan noch am meisten wert sind. Aber die werden auch sehr schnell im Preis fallen, deswegen werde ich die jetzt auch sofort verkaufen. Ich habe jetzt hier 100 Sterne gekauft für 40 Dollar. Lohnt sich nicht. Macht das nicht. Und ich hoffe, ich habe euch mit dem Video unterhalten. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut da rein und ciao, ciao.